Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Es haben sich so viele von euch gewünscht, dass ich mal ein Pferdevideo wieder drehe auf meinem Account bzw. Kanal. Und deswegen dachte ich mir, werde ich euch einfach mal ein Haul drehen. Denn ich war am Samstag auf der Reitsportmesse Rhein-Main in Gießen und habe einige Dinge mitgenommen, die mir sehr gut gefallen haben. Musste mir aber auch ein paar Dinge verkneifen, weil es waren echt tolle Dinge dabei und auch schöne Schnäppchen. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich einfach mal alle Sachen. Manche habe ich schon ausprobiert, aber die zeige ich euch trotzdem. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und vielleicht haben einige von euch die Sachen auch schon auf meinem Instagram-Account gesehen. Ich heiße auf Instagram @liebespferde. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, wo beginnen wir denn? Ich habe wirklich viele Dinge vor mir liegen. Ich denke mal, wir beginnen mit einer Kleinigkeit von Springstar. Die Socken hatte ich schon mal an. Das sind Reitstrümpfe aus der neuen Kollektion. Die haben wir zweimal gekauft. Einmal für mich und einmal für meine Schwester. Das sind eben meine. Das sind halt eben diese rosanen hier. Die sind echt richtig, richtig schön. Die sind hier ein bisschen dreckig, weil ich ohne Sattel geritten bin gestern. Und genau, ich finde eben hier sind die richtig schön abgesetzt. Dann ist hier halt nochmal ein SP für Springstar. Und ich finde, die sind echt richtig, richtig schön. Ich finde, die sind auch richtig bequem und perfekt für den Sommer geeignet. Meine Schwester hat die in Blau bekommen. Dann auch noch für meine Schwester, die war nämlich nicht dabei, hat meine Mutter ihr was mitgebracht. Und zwar von dem Ponyliebestand von Annika Hansen. Die war nämlich auch da und die habe ich auch getroffen. Es war so schön, mal sie in echt zu sehen und Wölbchen auch. Und zwar haben wir für sie hier diesen Beutel mitgenommen, in Blau mit Hashtag Ponyliebe drauf. Finde ich mega, mega süß und hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber vielleicht kann ich den ja mal ausleihen, wenn ich darf. Dann haben wir noch bei Pferdeshop24, Gott, heißt das so, Pferdeladen24. Ich blende es euch nochmal ein. Und da habe ich mir einen Knotenhalfter mitgenommen, als ob ich noch nicht genug hätte. Und zwar ist das dieses hier in so einem richtig schönen lila Rotton. Ich habe immer richtig Probleme mit Nathan ein passendes Knotenhalfter zu finden, weil er eine richtig komische Kopfform hat. Aber das passt eigentlich ganz gut. Habe ich gestern ihm auch schon mal angezogen. Sieht man vielleicht schon. Aber das finde ich echt ganz schön und das war auch relativ günstig. Und das habe ich ihm dann mitgenommen und dann wollte ich halt noch einen passenden Bodenarbeitsstrick dazu haben. Aber dazu kommen wir gleich, denn ich habe dann noch Reitsocken mitgenommen von Cobaliero. Die sind ja auch eigentlich relativ teuer, die haben wir aber relativ günstig mitnehmen können. Freue ich mich auch sehr drüber. Und genau, wie gesagt, dann wollte ich halt einen passenden Bodenarbeitsstrick haben, beziehungsweise Bodenarbeitsseil. Und habe dann halt geguckt und habe nach den Preisen geschaut, weil teilweise sind die auch sehr teuer. Ich wollte halt ein dünnes haben, weil ich mit diesen dicken, weil die sind oft sehr schwer, komme ich nicht so gut mit klar. Und ich wollte auch keinen Karabiner. Und dann bin ich fündig geworden bei Leckerli-Fabrik. Und habe mir dann dieses hier gekauft. Das hat, glaube ich, um die 15 Euro gekostet. Das sieht für manche jetzt aus wie ein String. Das ist aber ein Bodenarbeitsseil bzw. Strick und ist 1,80 Meter lang. Ich wollte hier auch kein langes, weil ich das eben für die neuen Lektionen haben wollte. Hier eben ohne Karabiner. Hier noch mit Leder abgesetzt. Richtig, richtig schön. Gefällt mir echt gut. Habe ich gestern auch schon gemeinsam mit dem Knotenhalfter verwendet. Und das mag er auch ganz gerne so, wenn das nicht so schwer ist und nicht so runterhängt. Und dazu habe ich dann auch noch Leckerlis bekommen. Diese hier. Richtig, richtig süß. Genau. Dann, was haben wir noch geholt? Dann waren wir noch bei Sankt Hippolyte. Ich weiß gerade nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Und dann habe ich hier diese Tasche bekommen. Die werde ich auch dann für getrocknetes Brot oder so verwenden. Und dann habe ich da ganz, ganz viele Leckerli-Proben mitgenommen. Zum einen mal hier Brand On, dann haben wir noch Wiesenthaler und auch noch International Sports Champions Claim und noch richtig viele andere Dinge. Genau, da freue ich mich auch mega drüber, die mal auszutesten. Da kann man ja mal schauen, was die Ponys gut finden, was die Besonderheiten sind und was halt für was gut ist. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, mal so austesten zu können. Und dann haben wir auch noch zwei VIP-Goodie-Bags von Louvain bekommen. Und in dieser Tüte sind die. Da sind auch richtig viele schöne Sachen drin. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was da so drin ist. Zum einen habe ich hier vom Mühldorfer Pferdefutter das 5-Korn plus Haferfrei. Ich habe schon öfter mal so Sachen von Mühldorfer auch für die Kaninchen gehabt. Die kamen sehr gut an. Fürs Pferd hatte ich das jetzt noch nicht, aber ist ja auch eine tolle Marke. Da habe ich auch zum Beispiel so eine Leckschale von.
Dann habe ich hier noch von Salvana die Pferdemineralien, also das Pferdemineral, diese kleinen Pellets hier. Die möchte ich dann auch mal austesten, beziehungsweise habe ich gestern schon mal mit ins Futter gemischt. Aber ich schaue mal, wie die so einzeln bei den Pferden ankommen. Ist auch richtig, richtig toll. Mineralien kann man immer gut gebrauchen. Dann hier von Verselaga bzw. Cavaloa die Crunchies Healthy Horse Snacks. Das sind so, ist so eine kleine Leckerli-Packung. Ein bestimmter Geschmack steht jetzt nicht drauf, aber ich denke mal, es ist Karotte, weil hier ganz viele Karotten mit drauf sind. Und die habe ich jetzt noch nicht getestet, aber mal schauen. Hier unten haben wir dann noch von Agrups den Grünhafer. Den habe ich auch schon öfter in YouTube-Videos gesehen. Kommt ja auch gut bei den Kaninchen an. Da kann man dann auch mal schauen, wie die Pferde das so finden, weil man kann das ja auch so pur verfüttern an die Pferde. Dann war hier eben noch ein kleiner Gutschein dabei. Wenn jemand von euch den gebrauchen kann, kann ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das ist nämlich ein Gutschein von 10%. Das können auch mehrere benutzen. Hier unten habe ich dann nochmal von Salvana die Mineralbricks in Light. Einfach so eine kleine Probebox. Und ich zeige euch mal kurz, wie die ausschauen. Die sehen so aus. Halt so eine Leckerli-Form, die sollen auch so ganz gut bei den Pferden ankommen. Da bin ich auch gespannt. Und zuletzt haben wir dann noch hier einmal von Ballistol, stichfrei Mückenschutz, angenehmer Duft, bla bla bla. So ein kleines Tuch zum Ausprobieren, da bin ich auch mal gespannt, wie das ankommt, beziehungsweise wie das riecht und so. Und ob das auch gut funktioniert. Und dann kann ich mir auch mal auf der Internetseite angucken, was da so über das Zeug steht. Und dann haben wir hier noch was, da freue ich mich echt sehr drüber, von Efax, die Lederkombi. Die ist nämlich echt richtig gut. Ich habe schon so viele positive Dinge darüber gehört. Und die werde ich dann mal, denke ich, für meine Trense benutzen. Genau, echt toll, weil das ist ja auch in groß relativ teuer. Und das war es jetzt auch schon. Ich habe euch alle Sachen gezeigt. Ein paar Sachen konnte ich euch nicht zeigen. Die sind nämlich für ein Tauschpaket gedacht, das ich im Dezember durchführen werde. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar ist das ein Adventskalender-Tauschpaket. Da freue ich mich mega drüber. Und das waren jetzt alle Dinge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!